Sorry, aber was soll ich machen? Diese Spiele habe ich abgebrochen. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Spielen, die ich in den letzten Monaten gebrochen habe. Stopp, kurzer Einwurf. Ich habe vergessen, mein Mikro einzuschalten bei der Originalaufnahme. Dementsprechend gibt es jetzt nur die KI-verbesserte Tonaufnahme der Kamera intern. Die ist ein wenig scheiße. Ich hoffe, es fällt nicht allzu sehr auf und entschuldigt bitte. Ja, denn auch das passiert mehr als einem lieb ist und es hat unterschiedliche Gründe, aber wenn man sich also meine Pickup-Videos anguckt, wo ich euch immer alles erzähle, was ich durchgespielt habe, kann man ja schon den Anschein bekommen, dass ich quasi alles, was ich anpacke, auch beende. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Meistens erzähle ich euch das aber dann noch gar nicht, dass ich diese Spiele beendet habe. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich habe nämlich in den letzten Monaten auch einige Spiele, darunter auch viele neue Spiele gespielt, die ich nach ein paar Stunden aus unterschiedlichsten Gründen abgebrochen habe und dementsprechend nie so wirklich in einem Video erwähnt habe, und das können wir doch sicherlich nachholen. Mein prominentestes Beispiel kennt ihr ja sicherlich, Final Fantasy VII. Hier hänge ich immer noch in Kapitel 7 rum, so bei knapp 30 Stunden Spielzeit, aber ich kann das Spiel einfach nicht weiterzocken. Ich hatte ja mittlerweile Glück, dass ich es dann mal ein paar Stunden auf meiner Portal zocken konnte, wo es lief, aber auch das ist mittlerweile vorbei. Das Ding stürzt im Minutentakt ab und ich weiß einfach nicht, was ich da noch machen soll. Dementsprechend ist das jetzt für mich erstmal abgebrochen, solange ich nicht irgendwann eine PS5 Pro habe. Aber ich habe auch andere Games in letzter Zeit, wie gesagt, abgebrochen und über die reden wir jetzt mal. Das erste, das kennen vielleicht einige von euch, zumindest die Podcast-Hörer, denn ich habe hier einen Controller Pusi, einen Podcast, den ich zusammen mit Matthias alias Yetivin und Andy von Spielewelten zusammen betreibe, so ein Videospiel-Stammtisch, ich weiß nicht, ob ich das bisher erwähnt habe, wo wir alle zwei Wochen über aktuelle Themen reden im Gaming-Bereich. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mal reinhören. Aber da zocken wir auch immer Bonusspiele für unsere Patreonen und da war ein Bonusspiel Galarians. Das habe ich anlässlich dieser Bonus-Episode mal gezockt. Ein Horror-PS1-Game aus dem Jahr, keine Ahnung, 2000 oder so, mit so einem leichten Sci-Fi-Touch, was mir auch ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen hat. Es gibt auch ein Let's Play auf unserer Seite dazu. Echt ein cooles, ja, typisches Survival-Horror-Spiel dieser Zeit. Nur, dass es hier irgendwie keine Zombies gibt und keine Schusswaffen, sondern das Ganze ist so ein bisschen mysteriös und Sci-Fi angehaftet. Ihr erwacht als Junge in einem Krankenhaus und wisst nicht, was ihr hier tut, bemerkt aber relativ schnell, dass ihr Psychokräfte habt, die sehr, sehr stark sind. Und damit, ja, versucht ihr dann aus diesem Krankenhaus zu entkommen, am Anfang zumindest. Nutzt dann unterschiedliche Ressourcen und Spezialfähigkeiten, um die Gegner zu besiegen, sammelt Schlüsselkarten, löst Rätsel, um irgendwelche Türen zu öffnen. Das ist echt cool gemacht, das spielt sich aber auch sehr, sehr klobig und sehr, ich sag mal, man muss dann ein Retro-Mindset für haben, weil das einfach kein Quality of Life bietet, wie man das heute gewohnt ist. Es ist halt typischer PlayStation 1-Jank aus dieser Zeit. Ich fand das total geil, weil das so eine richtig schöne Abenteuer-Atmosphäre, Adventure-Atmosphäre in dieser Zeit widerspiegelt. Und daher war es für mich sehr erfrischend. Ich habe es auch irgendwie ein, zwei Stunden gezockt. Ich hatte auch irgendwie sehr viel Spaß gehabt. Aber irgendwie hat es mich dann zur Hälfte der Zeit auf der zweiten CD verloren. Und dann hatten wir auch den entsprechenden Podcast, den wir für dieses Video machen sollten, wo wir darüber geredet haben. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, dass ich alles zu diesem Spiel schon gehört hatte und nicht mehr das Bedürfnis hatte, jetzt die letzten ein, zwei Stunden zu Ende zu spielen. Dementsprechend habe ich es jetzt abgebrochen, obwohl es mir jetzt nicht wirklich schlecht gefallen hat. Ne? Man muss aber auch sagen, das ist nicht für jedermann, gerade aus der heutigen Zeit. Aber es ist irgendwie ein cooles Game aus einem coolen Franchise. Es gibt ja auch noch einen PlayStation 2 Teil und einen Film sogar, mega ist deutsch, was total in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht irgendwann nochmal nachhole. Wie gesagt, ich brauche es nicht, weil ich jetzt mittlerweile aufgrund unserer Bonusfolge alles schon weiß. Ich kann es auch irgendwie empfehlen, gerade wenn ihr so die Resident Evil Teile mochtet auf der PlayStation 1 oder ähnliche Spiele dieser Art auf der PlayStation 1, dann kann man mit Galarians nichts falsch machen. Aber der zweite Teil soll wohl richtig kacke sein auf der PlayStation 2. Ich weiß es nicht. Ein cooles Game. Leider nicht beendet, aber ein schönes Schmuckstück für die Sammlung. Galarians für die PlayStation 1. Das nächste Spiel, was ich abgebrochen habe, ist ein sehr aktuelles Spiel. Das habe ich vielleicht auch schon mal in den Pickups gezeigt, aber nur ganz kurz, dass ich es gekauft habe. Und zwar Prince of Persia: The Lost Crown. Ich habe es nicht nur gekauft, ich habe es auch gespielt.
kurz darauf. So 2-3 Stunden, würde ich mal sagen. Es ist wirklich ein richtig slickes Metroidvania mit einem geilen Artstyle, mit einem coolen Movement, mit einem coolen Kampfsystem, das vor allen Dingen in den Bossen sehr viel Spaß macht. Es spielt sich echt super dynamisch, super schnell. Es ist eigentlich ein richtig hochmodernes Metroidvania. Aber so nach 2-3 Stunden hatte ich auch erstmal genug davon. Es mag daran liegen, dass ich kurz davor halt auch erst Tales of Kanzara gespielt habe. Ein ähnlich aufgebautes Metroidvania, möchte ich mal sagen, was sich ähnlich modern spielt. Dementsprechend war ja so also gerade mein Metroidvania-Fix befriedigt. Ich hatte nicht keinen Bedarf, da gerade noch mehr in dieser Richtung zu spielen. Was natürlich ein bisschen unfair dem Spiel selbst gegenüber ist, denn Prince of Persia The Lost Crown ist ja, macht Spaß. Es ist ein cooles Spiel, was ja von vielen auch als Game of the Year Contender gehandelt wird und als eins der besten des Genres überhaupt. Aber so richtig gecatcht hat es mich irgendwie nicht. Und ich kann euch auch nicht so wirklich sagen, warum, abseits eben der genannten Gründe, ich da jetzt auch nicht weiterspielen wollte. Ne? Nur weil man jetzt mal genug hat von einem Genre, heißt das ja zwangsweise nicht, dass ein anderes Spiel jetzt nicht nochmal weiterzocken möchte. Aber ein richtig gutes Spiel hätte mich vielleicht dann auch motiviert, das zu tun. Und das hat es einfach nicht. Dementsprechend hat mich Prince of Persia The Lost Crown nicht ganz abgeholt. Das soll nicht heißen, dass ich es nicht vielleicht noch mal irgendwann nachhole. Aber dann kommt halt auch der zweite Faktor hinzu. Ja, Prince of Persia, The Lost Crown, ist auch kein kurzes Spiel. Das ist nicht so ein 5-6 Stunden Metroidvania wie Tales of Kanzara, sondern eher so ein 20-30 Stunden Ding wie Hollow Knight. Und dann brauchst du wieder Zeit, die du dir freischaufelst. Und geparkt in der Tatsache, dass mir die ersten 2 Stunden jetzt noch nicht so krass gut gefallen haben, beziehungsweise dass es so außergewöhnlich war, denke ich mir so, nee, dementsprechend habe ich jetzt, ich möchte es nicht sagen abgebrochen, aber auf jeden Fall erstmal zur Seite gelegt, Prince of Persia, The Lost Crown. Was ein bisschen schade ist, weil ich will das ja irgendwie unterstützen und ich finde es ja auch gut, wenn Ubisoft mal etwas mit ihren alten Marken macht und versucht wieder zu beleben, abseits dieser großen Assassin's Creed und Far Cry Geschichten. Aber ja, mich hat es leider nicht ganz abgeholt. Schade. Das nächste Game, was ich abgebrochen habe, das war so ein kleines, ja, Versuchsobjekt. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Pickup-Episode schon mal gezeigt. Ich habe mir in Japan Games bestellt, weil die halt total günstig sind. Und dort habe ich gesehen für die PlayStation 5 Rusted Moss. Von dem Spiel hatte ich mal gehört, das hatte ich irgendwo gesehen, das soll ein richtig cooles, auch wieder Metroidvania sein. Ich wusste nicht, dass es da eine physische Version von gibt. Als ich sie dann auf dem japanischen Amazon-Store gesehen habe, dachte ich mir, cool, war auch irgendwie im Angebot. Und dann, wie gesagt, der günstige Wechselkurs hat dann dafür gesorgt, dass ich mir das Risiko eingegangen bin, das Spiel zu bestellen und zu hoffen, dass es dann auch auf meiner PlayStation 5 in Deutsch oder Englisch läuft, also auch in einer Sprache, die ich verstehe. Und das ist auch so, das Spiel ist komplett in Englisch, wenn ihr das in die PlayStation reinpackt. Also ihr könnt das super importieren und direkt loszocken. Und es ist auch eigentlich ein relativ cooles Spiel mit einer coolen Story, wo es darum geht, dass ihr irgendwie so eine Art Fee seid, die sich gegen die Menschheit auflehnt, um dann, weil das so ein Zyklus ist, wo die Menschheit immer wieder ausgelöscht wird von irgendwelchen Feen und magischen, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich habe das im Spiel nicht mitbekommen, das habe ich mir jetzt gerade so in Vorbereitung auf dieses Video nochmal durchgelesen, dass es da eine richtig packende Story gibt. War mir in den 2-3 Stunden, die ich es gespielt habe, ist das nicht so angekommen. Mir ging es hier mehr ums Metroidvania-Gameplay. Und das ist relativ standardmäßig, sag ich mal so, abseits ein paar Dingen. Denn hier habt ihr quasi eine Twin-Stick-Shooter-Mechanik. Es gibt hier also keine Schlagwaffe, sondern Schusswaffen. Ihr habt eine Pistole, eine Shotgun und die benutzt ihr halt in bester Twin-Stick-Manier zum Ballern auf Gegner, was sehr cool ist. Aber sie können auch in Sekundärfunktionen zum Movement in den Leveln benutzt werden. Zum Beispiel könnt ihr mit der Shotgun nach unten ballern und dann habt ihr so einen kleinen Ruck nach oben, also quasi so eine Art Rocket Jump, ne? Und das ist auch so ein bisschen die Thematik des Spiels. Das Movement ist sehr, sehr frei, aber auch sehr, sehr komplex, denn der eigentliche Clou dieses Spiels ist halt der Moss, der namensgebende Moss, der Moos in diesem Game. Den könnt ihr nämlich mit einer Peitsche, wollte ich schon sagen, mit einer Leine, mit einer, wie sagt man denn, Liane? Nee, mit einem Grapple-Hook, mit einem Greifhaken festhalten und dann in bester Schwingmechanik könnt ihr damit durch die Level schreiten. Und das ist halt sehr physikbasierend und auch sehr komplex. Und dementsprechend schwankt es so auf dem Grad zwischen extrem spaßig, wenn es funktioniert, aber auch extrem frustig, wenn es mal wieder nicht funktioniert. Und das passiert halt
mehr als einem lieb ist, zumindest bei mir. Das ist halt so ein hochgradiges Skiller-Spiel, wo Speedrunner das wirklich extrem krank meistern können, aber normalos vielleicht ein paar Probleme haben. Und ich musste einfach sagen, ich hatte nicht die Geduld oder den Bock, mich da so wirklich drauf einzulassen, weil manche Stellen waren mir einfach zu nervig. Das Ganze, wie gesagt, ist sehr, sehr hakelig und auch mit den Tasten nicht ganz leicht gelöst, wo man sich festhalten kann, dann das richtige Momentum auszunutzen, um auf die nächste Plattform zu kommen. Und dann gibt es auch noch umweltbeeinflussende Sachen, die das Ganze schwerer machen können, wie zum Beispiel Windböen in gewissen Leveln und so, die euch immer wieder nach hinten katapultieren. Und richtig schwere Bossfights mit, ja, Bullet-Hell-artigen Ausweichpatterns. Und das Ganze ist dann halt keine Frage von Timing des Angriffs, sondern vielmehr auch noch das richtige Ausführen der defensiven Sprungeinlagen. Und das ist, boah, sehr, sehr anstrengend. Also, wie gesagt, das ist für viele, für eine gewisse Gruppe von Spielern, glaube ich, richtig geil, das Game, weil das so richtig anspruchsvoll ist und richtig komplex und wenn man das kann, auch extrem viel Spaß macht. Aber für jemanden, der mal nur kurz reingucken will, vielleicht auch ein bisschen überfordernd. Also ich muss sagen, Rusted Moss, grundsätzlich ein cooles Spielprinzip, coole Atmosphäre, paar coole Ideen dabei, aber auch einfach, das Konzept klingt auf dem Papier cooler, als dass es umgesetzt ist im Spiel, sozusagen. Ne? Kein schlechtes Game, wie gesagt, ne, wenn man darauf Bock hat, auf sowas, dann kann ich euch das nur empfehlen, vor allen Dingen halt als Sammler in dieser physischen Version. Aber für mich war es zu anstrengend und ich habe das nach 2 Stunden dann erstmal gesagt, okay, weil das kannst du halt auch nur in kurzen Bursts spielen, in einer kurzen Zeitspanne, dann bist du halt so, okay, reicht, ne? Ich brauche jetzt erstmal wieder Luft zum Atmen und das hat mir das Spiel oftmals nicht gegeben, dementsprechend habe ich das jetzt erstmal auch zur Seite gelegt. Als nächstes habe ich mal wieder was Älteres, was ich jetzt auch, ich möchte nicht sagen abgebrochen habe, aber erstmal zur Seite gelegt habe, und zwar das Spiel, was ich quasi den ganzen Sommer gezockt habe. Breath of Fire 4. Der Capcom-Klassiker für die PlayStation 1. Und ihr wisst ja, ich liebe PlayStation 1 JRPGs. Ich liebe jegliche Art von JRPGs. Und ich dachte mir, ey, du musst jetzt auch nochmal genauer in die Breath of Fire-Serie reinschauen. Ich habe mir damals Dragon Quarter, den PlayStation 2-Teil, angeschaut. Und der ist ja etwas komplett anderes. Das ist ja quasi ein Rogue-like ähnlich schon, ein Dungeon-Crawler. Fand ich jetzt nicht schlecht, habe ich aber damals auch nicht beendet. Aber der 4. Teil ist ja so ein klassisches JRPG und das habe ich mir dann mal auch noch etwas genauer angeschaut und muss sagen, hey, das ist ein geiles Game. Na, ihr spielt hier Ryu, der in der Wüste zufällig zusammencrasht mit Nina, einer, ja, Prinzessin, die ihre Schwester sucht. Und ihr seid halt ein Drachenverwandler irgendwie so. Ihr seid ein Drache, so seht ihr euch zum ersten Mal, nackt. Und ihr schließt euch auf jeden Fall Nina an und helft ihr bei der Suche nach ihrer Schwester, weil ihr einfach nicht wisst, was ihr sonst zu tun habt. Ihr seid nämlich, habt mal wieder ein Amnesie. Gleichzeitig gibt es auch noch Fu Lu, einen jahrtausende alten Kaiser, der auf einmal aus einem Grab erwacht und seine Macht wiedererlangen will. Und das Spiel erzählt so halt so eine binäre Geschichte aus 2 Strängen, die sich teilweise auch überschneiden. Und das ist sehr interessant gemacht. Auch das Kampfsystem fand ich extrem cool. Es erinnert ein wenig an Final Fantasy X. Ihr habt hier 3 spielbare Charaktere, die ihr auswechseln könnt während des Kampfsystems mit 3 nicht spielbaren Charakteren, was sie dann ja nicht mehr nicht spielbar macht. Also ihr habt insgesamt 6 Charaktere, wovon 3 aktiv im Kampf kämpfen und 3 können ein- und ausgewechselt werden. Und das müsst ihr dann halt taktisch ausnutzen, weil halt die in der 2. Reihe wieder Mana-Ressourcen oder AP-Ressourcen, also die Kampfressource, regenerieren und auch natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und so müsst ihr dann taktisch spezifisch die Kämpfe anpassen, beziehungsweise eure Kampfgruppe an den Gegnern. Theoretisch, meistens braucht ihr das nur bei gewissen Bossen, in den normalen Kämpfen geht es auch so, da könnt ihr einfach durchslashen. Ihr könnt euch natürlich auch serientypisch wieder in einen Drachen verwandelt, offensichtlich als Ryu, der hat da mehrere Formen, die er nutzen kann. Und außerdem gibt es ein cooles Kombosystem, das darauf aufbaut, dass ihr unterschiedliche Zauber miteinander verbinden könnt und die dann zu neuen, mächtigeren Varianten heranwachsen. Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel einen Windzauber auf einen Feuerzauber folgen lasst, dann entsteht da eine Kombo mit einer Wind-Feuerrose, so ein Feuertornado, der dann noch mehr Schaden macht. Und so könnt ihr das Ganze dann teilweise mit bis zu 3 Gruppenmitgliedern, vielleicht auch mehr, kombinieren und mächtige Zauber herausfinden. Und das ist cool, das macht echt sehr viel Spaß. Es ist ein richtig cooles Kampfsystem.
Hinzu kommt noch so ein Meistersystem, wo ihr in der Welt unterschiedliche Meister finden könnt, die euch bei gegebenen Kampfsituationen oder anderen Situationen im Spiel Sachen lehren, die dann das Spiel noch cooler machen oder euch Boni geben, wie zum Beispiel Stats, Verbesserung, aber auch andere Sachen, dass ihr zum Beispiel wiederbelebt werden könnt mit 1 HP, wenn ihr sterbt und so. Da müsst ihr dann gewisse Charaktere gewissen Meistern zuordnen, die ihr dann in der Welt finden müsst. Das ist echt ganz cool gemacht und das Spiel sieht auch wirklich wunderschön aus mit seinem wasserfarbenen Look sozusagen. Außerdem hat es so eine schöne PlayStation 1 3D-Optik mit 2D-Sprite-Figuren, was ich total sehr mag. Eine wunderschöne Musik. Leider auch leichte Kameraprobleme, weil man das Ganze halt nur in 45 Grad Winkeln drehen kann oder 90 Grad Winkel, was oftmals zu ein wenig Übersichtsproblemen führen kann, aber das ist nicht schlimm. Es gibt viele coole, unterschiedliche Orte, die man bereisen kann. Das Ganze leider nur auf einer Landkarte, wo man einzelne Punkte abgrast und keiner freien Welt, aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil auch nicht alles immer offensichtlich ist. Manche Wege ergeben sich nur, wenn ihr mit bestimmten Leuten redet oder gewisse Sachen erfüllt, sodass das Ganze trotzdem irgendwie einen Entdeckerdrang in einen fördert und so. Das ist schon echt cool. Also ein richtig schönes, rundes Spielchen, auch mit tollen Charakteren, die dann mit der Zeit hinzukommen, ob Cray oder Urshan oder so. Das fand ich richtig cool. Aber halt auch so ein paar Sachen, die mich genervt haben. Zum Beispiel hat Ryo ein Schwert, das er relativ früh bekommt, was einen Doppelangriff hat, was also zweimal angreift. Es gibt zwar relativ schnell auch Schwerter, die haben mehr Damage in ihrem Schlag, in ihrem Einzelschlag theoretisch, aber sie schlagen halt nur einmal zu. Was halt dazu führte, dass ich gefühlt 15 Stunden lang nur das gleiche Schwert benutzt habe, weil halt zweimal angreifen mit 50 Damage mehr ist als einmal angreifen mit 60, 70 oder 80 Damage. Wisst ihr, was ich meine, ne? Was natürlich ein bisschen dazu führte, dass diese Progression, die man in Rollenspiel hat mit Waffen, dass das nicht ganz einsetzte. Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann habe ich aber einfach ja nicht mehr die Zeit dafür gefunden, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Es waren halt auch andere große Games da, die ich zocken musste. Und ihr wisst ja, wie das ist bei einem JRPG. Wenn man dann nicht immer dabei bleibt und man immer die Zeiträume zwischen den Punkten, wo man das spielt, größer werden, dann vergisst man viel von der Story, man vergisst viel von den Mechaniken. Und so wurde es dann immer länger und länger und ich kam immer weniger rein. Und dann war da noch so ein blödes Level, wo man so blindlings durch eine Wüste rennen muss und einfach nur ja, irgendwelchen groben Anweisungen folgen mussten, die nicht so ganz klar waren, wo ich gefühlt eine Stunde nur wirr durch etwas Wüstenartiges hindurch rannte, um irgendwelche Felsen zu finden, sodass ich da kurz darauf danach sagte, ja, okay, jetzt reicht es erstmal und das ist jetzt halt auch irgendwie schon wieder 2 Monate her. So sehr ich das Spiel auch mag und so sehr ich es eigentlich auch spielen wollte, ich habe es jetzt auch erstmal zur Seite gelegt und auch andere Spiele bewusst angefangen, auch andere JRPGs, sodass ich hier wohl auch mir recht schnell selbst eingestehen muss. Wahrscheinlich habe ich es abgebrochen, ne? Es tut mir leid, Breath of Fire ist kein schlechtes Spiel, aber um mich dann halt nochmal ganz durchzuziehen, hat es irgendwie auch nicht gereicht, was irgendwie total schade ist. Wer weiß, vielleicht irgendwann nochmal zur Zeit, aber nicht. Ja, und das letzte Spiel, was ich jetzt quasi abgebrochen habe, kann ich euch gar nicht physisch zeigen, denn es ist bisher nur digital erschienen. Die physische Version erscheint erst im Februar. Es geht um The Plucky Squire, beziehungsweise auf Deutsch der kühne Knappe. Ja, ein neuer Indie-Hit von Devolver Digital, der auch mit richtig, richtig guten Bewertungen bewertet wurde. Also ich glaube, hat irgendwie hohe 80er bekommen. Und das Spiel sah auch schon bei den Trailern wirklich geil aus, als das auf irgendwelchen State of Plays oder Nintendo Directs gezeigt wurde, wo ich dachte, oh, das interessiert mich aber total. Das sieht ja wirklich cool aus. Hier spielt ihr nämlich einen ja, kleinen Helden, einen kühnen Knappen, der Held eines Kinderbuchs ist, ja, und sozusagen in einer 2D-Welt lebt und auf einmal in die wirkliche wahre 3D-Welt mit hinausgeschleudert wird. Euer Erzfeind hat halt bemerkt, dass ihr im Kinderbuch immer verliert. Dementsprechend hat er sich gedacht, dann gehen wir halt außerhalb des Kinderbuchs und daraus entsteht dann ein ganz, ganz anderes Abenteuer, irgendwo zwischen It Takes Two und einem Top-Down-Zelda. Und das ist auch irgendwie ganz cool. Ihr habt halt typische, ja, 2D-Puzzle, wo ihr irgendwelche Brücken reparieren müsst oder Tore öffnen sollt. Und dafür könnt ihr halt ja auch außerhalb des Buchs agieren. Zum einen heißt das, ihr geht in die 3D-Welt und blättert einfach Seiten zurück, um auf anderen Seiten Hilfsmittel zu finden, um die Rätsel in eurer aktuellen Seite zu lösen. Oder ihr sucht gleich ganz aktiv in der echten Welt, ja, Waffen oder Fähigkeiten, die euch dann helfen. Das ist echt ganz cool gemacht und hat ein paar richtig schöne Rätselketten. Meistens sind es irgendwie wörterbasierte Rätsel. Da steht dann zum Beispiel auf der einen Seite,
ja, die Brücke ist kaputt. Und dann nimmt ihr halt das Wort kaputt und reißt das sozusagen raus, geht ein paar Seiten zurück und da jetzt steht irgendwo im anderen Kontext, das Tor ist heile und nimmt das Wort heile, geht ein paar Seiten wieder davor und packt das dann zur Brücke und dann ist die Brücke heile und dann ist sie halt auch im Buch selbst heile, weil ihr das geschrieben habt. Ne? Und darauf basieren dann so diese Rätselketten. Das ist irgendwie ganz nett gemacht und es ist auch sehr charmant und es hat eine richtig schöne Optik und das nicht nur in 2D, sondern auch in 3D. Wie gesagt, es erinnert so ein bisschen an It Takes Two. Richtig, richtig schön und nett. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen seicht und irgendwie hat man auch das Gefühl, es ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon mal in einem anderen Spiel gesehen hat, obwohl man das eigentlich nicht getan hat. Es ist eigentlich alles kreativ und neu und innovativ. Aber so, es sprang einfach der Funken bei mir nicht über. Ich weiß nicht warum. Irgendwann war ich teilweise genervt, wenn ich auf eine neue Seite kam mit neuen Rätseln, weil ich irgendwie so genau wusste, ach so, ja, okay, jetzt musst du da wieder raus, 3 Seiten zurück, das dahin packen, das dahin machen. Irgendwie sprang der Funke nicht über. Die Magie wollte sich nicht übertragen. Und ich weiß nicht warum. Irgendwie reizt es mich nicht an. Und hinzu kommen dann auch noch teilweise nervige Schleichpassagen in der echten Welt, wo man an irgendwelchen Käfern vorbeirennen muss. Ich habe keine Ahnung. Es hat wirklich tolle Ideen, wirklich schöne Mechaniken. Eigentlich sollte alles an diesem Spiel mir gefallen, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist mir das... Ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich habe es auf jeden Fall erstmal auch abgebrochen. So sehr auch die Leute darüber reden und es mögen und ich mir wahrscheinlich auch die physische Version nochmal im Februar kaufen werde, weil ich das schon irgendwie unterstützen will. Ja, ich muss es mir eingestehen, ich habe es abgebrochen. Der kühne Knappe ist jetzt nicht dieser fast 90er-Titel, zu dem es viele gemacht haben. Zumindest für mich. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine zweite Chance. Meistens funktioniert sowas ja bei mir, einen anderen Blick aufs Spiel zu werfen und dann nochmal reinzugehen, aber bisher leider nicht. Dementsprechend erstmal der kühne Knappe, The Plucky Spire. Abgebrochen. Ja, das war das heutige Video. Ich dachte mir mal, auch solche Spiele brauchen ja mal Erwähnung, bevor ich sie einfach so unter den Teppich kehre und nie erfahre, dass ich sie gezockt habe. Nächste Woche haben wir Pickups schon wieder und das hat ganz besondere Gründe, denn ich bin bald im Urlaub und nicht zugegen und kann dort wahrscheinlich kein aktuelles Video bringen Ende Oktober, aber mehr dazu nächste Woche. In diesem Sinne, abonniert. Okay.